Meine Damen und Herren, ich begrüße Sie zur zweiten Vorlesungsstunde. Heute wollen wir uns ja den Ursachen von Bewegungen nähern. Und eigentlich kommen wir schon gleich zum Höhepunkt des ersten Semesters, nämlich zu den Newtonschen Gesetzen, den Bewegungsgesetzen schlechthin, den ersten wirklichen Naturgesetzen, die man erkannt hat vor über 300 Jahren. Genau genommen nicht Mann, sondern Isaac Newton hat sie erkannt. Ja, ich stelle mal wieder auf meine Präsentation um. Das ist also heute unser Plan. Wir sind in der Mechanik angekommen und sind jetzt hier bei den Newtonschen Gesetzen. Und das Bildchen kennen Sie schon. Die Mechanik konnte man unterteilen in die Kinematik, die Beschreibung von Bewegungen. Ja gut, da muss man jetzt aber sagen, da ist jetzt eigentlich schon Schluss. Da haben wir schon alles, was man an Beschreibung abliefern konnte, in der letzten Stunde gemacht. Mehr ging da nicht. Aber das ist natürlich noch lange nicht alles. Man fragt sich in der Mechanik natürlich auch, wie kommt es denn überhaupt erst zu der Bewegung? Man sagt dazu zur Dynamik von Bewegungen. Ja, worauf kann ich Bewegungen eigentlich zurückführen? Das ist die Kernfrage. Ja, und das ist die Kernfrage der heutigen Stunde. Das wollen wir uns jetzt genauer angucken. Es geht um die Wirkung von Kräften. Ja, man sagt jetzt erstmal, eine Bewegung wird verursacht durch eine Kraft. Das legt natürlich sofort die nächste Frage nahe, was ist überhaupt eine Kraft? Ja, das wollen wir jetzt alles systematisch aufbauen. Ja, die Kraft ist die zentrale Größe überhaupt in der Physik und ihre Einheit ist ein Newton. Das bringt Ihnen jetzt auch noch nicht so viel, das zu wissen. Aber weil sie eine zentrale Größe ist, hat sie eine eigene Einheit bekommen. Und weil Isaac Newton derjenige ist, der dieses Mysterium, was ist überhaupt eine Kraft, für uns alle gelöst hat, ist sie nach ihm benannt. Die Kraft ist ein Vektor, das heißt, eine Kraft wirkt nicht nur mit einer bestimmten Stärke, sondern auch in eine bestimmte Richtung. Ja gut, das ist irgendwie klar. Zum Beispiel die Gewichtskraft, ja, die wirkt immer nach unten, das habe ich hier mal jetzt durch die Z-Richtung angedeutet. Und wenn ich ein Koordinatensystem habe, in dem die Z-Achse nach oben zeigt, dann wirkt sie nach unten, deswegen steht hier minus G. Ja? Und eine Masse von einem Kilogramm bewirkt auf der Erdoberfläche eine Gewichtskraft von 9,81 Newton. Warum es zu dieser krummen Zahl kommt, die haben wir ja eigentlich schon kennengelernt. 9,81 war ja die Erdbeschleunigung. Ja, warum das diese Zahl da plötzlich eine Rolle spielt, das werden wir gleich sehen. Ja, das vielleicht nur mal so als Anhaltspunkt, wenn wir uns über Kräfte unterhalten, so zum Einstieg. Ja, jeder weiß vielleicht, was eine Kraft ist. Wir haben so einen schwammigen Begriff, aber das wollen wir jetzt natürlich alles präzise definieren. Es gibt, wenn Sie nach Kräften gucken, in Physikbüchern, Da werden nur vier Kräfte aufgeführt. Das sind die elementaren Kräfte. Also die elektromagnetische Kraft, die sogenannte starke Kernkraft, die schwache Kernkraft und die Gravitation. Ja? Sie können alle anderen Kräfte, die es gibt, auf diese Kräfte zurückführen. Wir wollen allerdings nicht so tief runtergehen. Ja? Wir werden uns über die Gravitation und über die elektromagnetische Kraft sehr wohl unterhalten in dieser Vorlesung. Ja, die starke und die schwache Wechselwirkung spielt eigentlich keine Rolle, weil wir Kernphysik jetzt nicht so ausführlich machen werden. Aber wir werden trotzdem noch andere Kräfte definieren, die, wenn man genauer hingucken würde, sich auf diese Kräfte zurückführen lassen. Wir werden trotzdem diese makroskopischen Kräfte nutzen, weil man mit ihnen dann die Bewegungen einfacher beschreiben kann. Aber das wären die vier elementaren Kräfte, wenn Sie sozusagen es ganz genau wissen wollen. Aber zum Beispiel ist auch das eine Kraft. Sie wissen, wenn Sie eine Masse an eine Feder hängen, dann wird die Feder ausgelenkt. Ja? Und Sie wissen auch, dass die Auslenkung proportional ist zu dem Gewicht, was Sie dranhängen, also zu der Gewichtskraft. Das heißt, bei einer Feder gilt die Kraft, die auf die Feder einwirkt, dividiert durch die Auslenkung S aus der Ruhelage, ist eine Konstante. Oder ich kann schreiben, die Kraft F ist diese Konstante multipliziert mit der Auslenkung. Und sowas definiert man als eine Federkraft. Ja, da fragen wir uns jetzt gar nicht, wie die genau mikroskopisch funktioniert. Ja, das D ist in diesem Fall die sogenannte Federkonstante. Ja, wird noch eine große Rolle spielen, genau dieses System, Masse an einer Feder, kommen wir noch später darauf zu sprechen, wenn wir uns über Schwingungen unterhalten, aber das jetzt auch nur mal als Einstieg zur Kraft. Ja, Kräfte können Sie umlenken, Sie können die Richtung einer Kraft verändern, indem Sie sie zum Beispiel mit einem Seil über eine Rolle umlenken. Ich zeige Ihnen mal ein Beispiel aus einem Film aus dem Jahr 1937. Way Out West, die Western-Parodie von Stan Laurel und Oliver Hardy, zwei Komiker, die in den 30er Jahren weltberühmt waren.
du bereit? Auf los geht's los. Sei nur nicht so übermütig. Zieh mich lieber hoch. Warte mal, ich spuck mir nur in die Hände. Ja, das ist gut. Oh! Auf los geht's los. Ich spucke noch mal, damit es ganz sicher klappt. Nimm das Seilende und gib es mir. Jetzt streck die Hand aus. Du sollst die Hand ausstrecken. Die andere. Jetzt bindest du das Seil an Else fest. Ja, da haben Sie es gesehen. Man kann also offenbar eine Kraft umlenken mit einer Rolle. Da oben wird sich eine Rolle befunden haben. Und Stan Laurel zieht dann also an diesem Seil, um Oliver Hardy, den dickeren dieser beiden Herren, hochzuziehen. Ja? Und die Zugkraft, die Stan aufbringen muss, muss dem Gewicht von Olli, also der Gewichtskraft von Olli entsprechen. Die Größe der Kraft kann er nicht verändern. Wie er das jetzt macht, da einen 140 Kilo schweren Menschen hochzuziehen, das fragen wir jetzt mal lieber nicht, ja, welche Muskelkraft er da anwendet. Dass übrigens Oliver Hardy 140 Kilo wiegt, werden wir in dieser Vorlesung auch noch nachwiegen. Das werden Sie sehen, dass das später noch kommt. Ja, gut, mit einer Rolle können Sie also eine Kraft umlenken. Das sehen Sie hier nochmal schematisch. Ja, angenommen, Sie wollen eine Kraft von 100 Newton, das ist ungefähr ein Gewicht von 10 Kilogramm, hochziehen. Ja, dann können Sie das hier an diesen Haken hängen, über diese Rolle umlenken und dann müssen Sie hier mit einer Kraft von 100 Newton ziehen. Ja, und zwar, wenn Sie es einen Meter hochziehen wollen, müssen Sie das Seil auch einen Meter entsprechend ziehen. So geht das. Ja? Können wir jetzt vielleicht die Größe der Kraft auch verändern? Wir würden ja gerne mit weniger Kraft ziehen. Ja, das geht. Wenn Sie zum Beispiel Ihr Gewicht an eine lose Rolle hängen, dann hängt das ja an zwei Seilen. Und dann ist es so, dass dieses Gewicht sich aufteilt auf beide Seile und hier der Kraftmesser würde nur die Hälfte des Gewichtes anzeigen. Ja, das heißt also, mit einer losen Rolle verteilt sich die Kraft auf beide Seile und an jedem Seil zieht nur das halbe Gewicht. Da liegt natürlich jetzt die Frage in der Luft, wie kann ich denn eine lose Rolle zum Lastenheben verwenden? Geht das? Und die Antwort lautet, ja, das geht. Ja, ich zeige Ihnen hier wieder ein Beispiel aus dem Jahr 1932. Unsere beiden Freunde, die wir eben schon gesehen haben, haben das Problem in dem Film The Music Box, ja, für den sie sogar einen Oscar bekommen haben, ein Klavier zu transportieren. Wahrscheinlich müssen wir es wieder mitnehmen. Warum? Es macht niemand auf. Wo ein Wille ist, ist auch ein Weg.
Wir schaffen das Klavier über den Balkon, tragen es die Treppe runter und bringen es ins Wohnzimmer. Hole mir eine Leiter und ich hole einen Flaschenzug. Auf, wo du hintrittst, Esel! Oh! Oh! Ja, da haben Sie gesehen, man kann also, indem man lose Rollen verwendet, offenbar schwere Lasten wie ein Klavier heben, wie das hier Stan und Olli gemacht haben. Ja, welches Gerät verwendet Stan Laurel hier? Das ist, glaube ich, sofort zu sehen. Das, was Sie da sehen, das ist nichts anderes als ein Flaschenzug. Ja, hier sehen Sie die festen Rollen, da sehen Sie die losen Rollen. Ja, und wie funktioniert so ein Flaschenzug? Naja, es ist relativ einfach. Wenn Sie also hier wieder unser Bildchen nehmen, Sie wollen die 100 Newton hoch bewegen, ja, dann haben Sie hier eine lose Rolle und über eine feste Rolle ändern Sie nur die Richtung und dann hängt tatsächlich dieses Gewicht an diesen beiden Seilen jeweils mit 50 Newton und Sie müssen tatsächlich nur mit einer Kraft von 50 Newton ziehen, also nur mit der halben Kraft. Das ist gut, ja, Sie müssen eine Sache dafür aber bezahlen. Wenn Sie das Gewicht jetzt um einen Meter anheben wollen, müssen Sie ja beide Seile um einen Meter verkürzen. Sie müssen also 2 Meter den doppelten Weg ziehen. Halbe Kraft, doppelter Weg. Ja, dasselbe geht jetzt zum Beispiel, Sie können das weiterspielen, wenn Sie hier das Gewicht an 3 Seile hängen mit dieser Konstruktion, dann müssen Sie natürlich nur mit 1/3 der Kraft ziehen, ja, weil an jedem Seil ja nur 1/3 des Gewichtes jetzt hängt. Dafür, wenn Sie jetzt das Gewicht um 1 Meter anheben wollen, müssen Sie jedes Seil um 1 Meter verkürzen. Sie müssen also 3 Meter Seil ziehen. Sie müssen also den dreifachen Weg dafür ziehen. Ja, die normalen Flaschenzüge haben 3 lose Rollen in der Regel. Ja, das heißt, Ihr Gewicht hängt an 6 Seilen und deswegen müssen Sie dann nur mit 1/6 der Gewichtskraft ziehen. Aber wenn Sie das um 1 Meter hochziehen wollen, dann müssen Sie ja jedes Seil um 1 Meter verkürzen. Sie müssen also den 6-fachen Weg dann ziehen. Sie sehen hier schon, wir interessieren uns erstmal nur für die Kräfte, aber Sie sehen hier schon ein weiteres Prinzip. Das Produkt offenbar aus Kraft mal Weg ist gleich immer. Das nennt man Arbeit und wir werden darauf in der 6. Vorlesungsstunde zurückkommen. Ja? Das wollen wir jetzt nicht weiter behandeln, sondern uns kommt es nur auf die Kräfte an. Man verwendet eigentlich nicht mehr lose Rollen bei Flaschenzügen, weil dann auch irgendwann mal die Reibung zuschlägt und dann ist der Effekt nicht mehr so wie gewünscht. Gut, wir wollen uns das jetzt selber mal angucken mit einem Flaschenzug. Wir haben hier einen Flaschenzug, mit dem kann man schwerste Gewichte hochheben, zum Beispiel mich selber, ja, kann man damit hochziehen. Das wollen wir tun. Vorsicht ist die Mutter der Porzellankiste. Ich werde mich jetzt nämlich unter die Vorlesungsdecke ziehen sozusagen, das werden Sie gleich sehen. Ja. Und Vorsicht ist die Mutter der Porzellankiste, ich werde mir einfach einen Helm dazu aufsetzen. Ich schalte jetzt mal auf die Kamera um und dann können Sie
dieses Experiment direkt verfolgen. Ich muss das jetzt, warten Sie mal, jetzt hier wieder auf nur Präsentation machen, dann sehen Sie das. Ja, da sehen Sie das schon, Frau Stemmer-Zöhl hat einen Helm auf. Ja, Sie sehen, ich setze mich da jetzt gleich rein und ich werde mir jetzt auch den Helm hier aufsetzen und dann kann auch nichts passieren. Die Handschuhe soll ich nicht vergessen, sagt Frau Stemmer-Zöhl, richtig. Sie hat nämlich schon mal mitbekommen, wie ich sie vergessen hatte und dann habe ich da oben, dann war ich da oben und hatte ein Problem. So, ich ziehe mir also Handschuhe an, weil ich da jetzt gleich schwer arbeiten muss. Sie sehen, den Helm habe ich jetzt auf. Gut, ich kann mich hier jetzt reinsetzen. Die Kamera ist da vorne, ich komme mal zu Ihnen, ich gucke Sie mal am besten an. Ja, ich setze mich hier jetzt rein und auch hier wieder diese Sicherheitsdings. Ja, jetzt kann ich nicht rausfallen. Und jetzt, wo ist da? Ich kann mich jetzt hier hochziehen. Ja? Hier sehen Sie übrigens unsere drei Rollen. Ja, das sind die losen Rollen. Und Sie sehen, Sie können jetzt genau sehen, wie ich mich hier hochziehe. Ja, Sie sehen auch, dass man so schwere Gewichte wie mich fast ohne jede Kraftanstrengung hochziehen kann. Selbst der Sicherheitshelm verabschiedet sich schon. Ja, Sie sehen, dass das einfach so geht. Ja, wow. So, Sie sehen, ich habe mich jetzt also hier hochgezogen und das ist immer wieder ein schönes Experiment, wenn man es durchführt. Ja, Sie sehen hier aber die drei losen Rollen, Sie sehen die sechs Seile, an denen ich hänge. Ja, Sie sehen das Konstrukt des Flaschenzuges hier, glaube ich, ziemlich deutlich. Ja, so. So ist das also. Und wenn ich jetzt wieder runterkommen will, muss ich einfach nur das Seil loslassen. Und jetzt habe ich glücklicherweise die Handschuhe dabei, denn das könnte sonst dazu führen, dass das ein bisschen viel Wärme entsteht und meine Hände es die nicht so gut bekommt. Aber hier sehen Sie, schaffe ich das. Ja, Sie sehen also, mit so einem Flaschenzug kann man tatsächlich schwerste Gewichte anheben. Ja, nehme ich ein so schweres Gewicht wie mich selber. Frau Stemmer-Zöhl, hilft mir jetzt mal, weil ich jetzt hier ganz tief bin. Warten Sie mal, ich muss jetzt hier. So, das hat ja wunderbar funktioniert. Trotzdem wollen wir uns das nochmal angucken. Ja, wir wollen uns das nochmal angucken. Ich hänge an sechs Seilen. Und die Kernfrage ist jetzt, musste ich wirklich ein Sechstel meines Körpergewichtes sozusagen mit meiner Muskelkraft stemmen? Oder vielleicht doch noch was anderes. Ich schalte mal wieder auf unsere Präsentation um. Ja. Also, so, die Frage ist jetzt, ja, musste ich wirklich nur mit einem Sechstel meines Körpergewichtes ziehen? Das können wir uns jetzt noch mal überlegen. Ja, das ist jetzt übrigens sowas, so ein bisschen Angeberwissen, was Sie von mir vermittelt bekommen. Ich frage Sie mal, wie stark müssen Sie eigentlich ziehen, wenn Sie sich selbst hochziehen? Also sehen Sie, wenn Stan Laurel Oliver Hardy hochzieht, das ist klar, er muss letztlich die Gewichtskraft von Oliver Hardy überwinden. Ja? Aber wenn Oliver Hardy sich das Seil um seinen Bauch schlingen würde oder binden würde, mit welcher Kraft müsste er denn ziehen, um sich selber hochzuziehen in dieser Konstruktion? Ja? Ja, da müssen wir ein bisschen nachdenken. Ja, das sehen Sie, das tut Stan Laurel auch. Ja, überlegen wir mal Folgendes. Das ist klar. Ja, diese Rolle lenkt nur um. Und das heißt also, der Kraftmesser zeigt mir genau die Gewichtskraft von dem Gewicht an. Ja? Jetzt kann ich mir, das wäre jetzt sozusagen mein Oliver Hardy. Und das wäre Stan Laurel. Ja? Jetzt kann ich mir Folgendes vorstellen. Ich mache es also so. Ich mache da eine lose Rolle. Und wenn da Oliver Hardy dranhängt, dann verteilt sich ja sein Gewicht auf beide Seile. Das hatten wir schon. Und wenn ich jetzt da oben eine Rolle, wenn ich hier an dieser Stelle auch einfach die Seile hier nicht festmache, sondern eine Rolle anbringe, naja, dann hänge ich ja weiterhin an diesen beiden Seilen. Mit anderen Worten, an jedem Seil habe ich nur die Hälfte der Gewichtskraft. Das heißt, wenn sich Oliver Hardy selbst hochzieht, muss er nur die Hälfte seiner Gewichtskraft überwinden.
Aha, wenn mich ein anderer hochzieht, muss der meine gesamte Gewichtskraft aufbringen. Ich selber muss aber nur die Hälfte aufbringen. Das ist doch schon mal eine interessante Erkenntnis. Ja, hätten wir uns auch übrigens so überlegen können, wenn er sich selber hochzieht, wenn er sich selber um einen Meter hochzieht, müssen ja beide Seile um einen Meter verkürzt worden sein. Das heißt, das Seil muss um zwei Meter sich weiter bewegt haben. Und jetzt kommen wir wieder Arbeit gleich Kraft mal Weg. Ja, das heißt, die Kraft ist nur halb so groß. Doppelter Weg, halbe Kraft muss es dann sein. Aber wie gesagt, auf das Prinzip kommen wir ja noch zu sprechen. Und das bedeutet für mich natürlich, ich hing hier an den sechs Seilen des Flaschenzuges plus das siebte Seil, mit dem ich gezogen habe. Ich musste also nur ein Siebtel meiner Gewichtskraft aufwenden und nicht ein Sechstel. Ich musste sogar eher noch weniger aufwenden, nur ein Siebtel, weil ich noch an dem siebten Seil, mit dem ich selbst gezogen habe, auch noch hing. Ja? Das sind so Kleinigkeiten, die sind natürlich ganz interessant. Aber wir wollen jetzt weitermachen. Das diente jetzt dazu, um Ihnen sozusagen so ein gewisses Verständnis für den Begriff Kraft zu vermitteln. Ja, der Begriff Kraft, was ist das eigentlich? Wir wollen jetzt noch kurz einen historischen Einschub machen, weil es so wichtig ist. Isaac Newton hat diesen Begriff der Kraft letztlich definiert und auch richtig definiert. Ihm haben wir die Entdeckung der Grundgesetze der Mechanik zu verdanken und damit letztlich den Beginn des technischen Fortschritts. Das kann man schon genau so festmachen. Ja? Er wurde geboren 1642 in England, ja, ist dann am Trinity College in Cambridge gewesen, damals die renommierteste Hochschule überhaupt, ist zum Professor in Cambridge ernannt worden. Er wurde dann Direktor des staatlichen Münzamtes, war offensichtlich ein sehr lukrativer Job, denn man muss sagen, Newton war schon zu Lebzeiten eine Berühmtheit. Man merkte schon zu Lebzeiten, da hat jemand was ganz Außerordentliches entdeckt und geschaffen. Und deswegen ist er auf diese Position gekommen. Er hat den Vorsitz der Royal Society gehabt, der höchsten Wissenschaftsorganisation damals in England, und er ist 1727 in London verstorben. Ja, das ist sozusagen seine Kurzbiografie. Und das bahnbrechende Werk von ihm ist die sogenannte Principia oder Philosophia Naturalis Principia Mathematica. Der Name sagt schon viel. Die Principia, da geht es darum, wie sind die Prinzipien der Natur, und Mathematica heißt, wie kann ich sie mit mathematischen Methoden beschreiben. Das war das Ziel. Ja? Die ist so zwischen 84 und 1687 entstanden. Also das ist sozusagen der Wendepunkt der Wissenschaft, dieses Buch gewesen. Ja, Sie sehen auch wahrscheinlich zu Ihrem Erschrecken, damals hat man auf Latein veröffentlicht. Das hat sich ja heute verändert. Ja, das Original ist auf Latein geschrieben. Ja, gut. Da sind solche Phänomene drin behandelt, wie sich zum Beispiel Kugeln stoßen. Da stehen wirklich eigentlich alle wesentlichen Beispiele, die wir Ihnen hier in der Vorlesung auch präsentieren, stehen schon in diesem Buch drin. Sehr verklausuliert, ja, sehr schwer zu lesen, weil er auch keine so mathematische Schreibweise, sondern mehr eine geometrische Schreibweise wählt. Aber trotzdem eines der wichtigsten Bücher, die es in der Physik je gegeben hat. Ja, hier sehen Sie. In dieser Principia sagt Newton, die Welt basiert auf drei Axiomen. Drei Prinzipien, genau genommen meint er hier allerdings natürlich nur die Mechanik, die mechanische Welt. Drei Prinzipien, die sind sozusagen von Gott gegeben. Das ist das Einzige, was er erschaffen hat. Und den Rest der Welt kann man aus diesen drei Prinzipien herleiten. Und ein sogenanntes Korollar, aber Sie werden gleich sehen, das ist einfach. Ja? Es gibt also drei Axiome, die man in die Welt gesetzt hat, und der Rest der Welt folgt daraus. Was sind diese drei Axiome? Wir werden darauf gleich kommen, was diese drei Axiome sind. Newton ist übrigens begraben, wie jeder berühmte Engländer, in der Westminster-Abtei. Ja, und Sie sehen auch, was hier auf seinem Grabstein steht. Ja, hier ruht Sir Isaac Newton, der mit fast göttlicher Geisteskraft der Planetenbewegung und Gestalten die Bahnen der Kometen und die Gezeiten des Ozeans mit Hilfe seiner mathematischen Methode zuerst erklärte. Das haben damals seine Zeitgenossen geschrieben. Ja, und ganz am Ende steht: Die vom Evangelium gebildete Einfalt bewies er durch seinen Wandel. Mögen die Sterblichen sich freuen, dass unter ihnen weilte eine solche Zierde des Menschengeschlechts. Man war sich also damals schon darüber im Klaren, dass es sich um einen Großen seiner Zunft handelte. Ja, was hat Newton jetzt getan? Also
Grob zusammengefasst kann man Folgendes sagen. Bis Newton hat man geglaubt, die Welt verhält sich so, wie Aristoteles es fast schon 2000 Jahre vorher bestimmt hat. Das war die Zeit der alten Griechen, die sehr viel über die Natur nachgedacht haben. Ja, und er hat gesagt, zur Aufrechterhaltung einer Bewegung wird eine Kraft benötigt. Ja klar, wenn ich morgens mit dem Auto hier zur Universität fahre, dann kann ich den Motor ja nicht einfach ausschalten. Der Motor muss ja ständig eine Kraft ausüben, um mein Auto auf einer bestimmten Geschwindigkeit V zu halten. Ja? Das ist das, was hier ausgedrückt ist. Das ist wieder unser Proportionalitätszeichen. Die Kraft ist also proportional zu der Geschwindigkeit, mit der ich mich bewege. Und wenn die Kraft null ist, dann ist auch die Geschwindigkeit, mit der ich mich bewege, null. Ja? Das heißt also, die Bewegung ist ein Prozess, hat Aristoteles gesagt. Newton hat diese Sache, die ja fast 2000 Jahre die Erkenntnis der Menschheit darstellt, schlichtweg über den Haufen geworfen. Und da sehen Sie, was die Revolution war. Newton hat gesagt, eine Kraft brauche ich nur zur Veränderung einer Bewegung. Das heißt, wenn sich die Geschwindigkeit ändert, und die Änderung einer Geschwindigkeit ist eine Beschleunigung, das hatten wir letztes Mal. Das heißt also, die Kraft, die auf einen Körper wirkt, ist proportional, dieses Zeichen wieder, zur Änderung der Geschwindigkeit. Ja, und das kann ich ja durch dv nach dt schreiben. Ja, die Änderung mit der Zeit, der zeitlichen Änderung. Das muss ich vielleicht genauer sagen, zur zeitlichen Änderung des Bewegungszustandes. Ja? Das heißt, wenn die Kraft null ist, dann ist entweder die Geschwindigkeit null oder konstant. Auch wenn die Geschwindigkeit konstant ist bei einem Körper, wirkt keine Kraft auf diesen Körper. Das muss man erstmal auf sich wirken lassen. Denn, wieso? Wenn ich mit konstanter Geschwindigkeit mit meinem Auto fahre, kann ich doch meinen Motor nicht ausschalten. Ja, ja, aber der Motor ist ja nicht die einzige Kraft, die auf mein Auto wirkt. Es gibt die Reibungskraft. Und wenn beide genau gleich groß und aber entgegengesetzt sind, dann ist die Summe der auf mein Auto wirkenden Kräfte null. Und dann wird die Geschwindigkeit konstant. Newtons Erkenntnis war also, dass er gesehen hat, man muss die Summe aller Kräfte nehmen, die auf einen Körper einwirken. Und wenn diese Summe null ist, dann bewegt der Körper sich mit konstanter Geschwindigkeit. Und das war halt vorher, das ist halt nicht so einfach zu erkennen, weil wir ja immer das Gefühl haben, ich brauche doch eine Kraft, um eine Bewegung aufrechtzuerhalten. Wenn ich hier mich jetzt bewege, dann muss ich doch eine Kraft ausüben. Ja, selbst wenn ich das mit konstanter Geschwindigkeit tue. Ja, das war die zentrale Erkenntnis von Newton. Das ist der Grund, ja, warum das auch so lange gedauert hat. Das heißt, die Bewegung ist ein Zustand und kein Prozess. Das war der wichtige Erkenntnisschritt. Ja, die Voraussetzungen für die Gültigkeit der newtonschen Gesetze sind im Wesentlichen durch unsere Alltagserfahrung gegeben. Also wir bewegen uns in einem dreidimensionalen Raum, beschreiben dann die Bewegung eines Körpers. Dieser Körper hat die einzige Eigenschaft Masse. Was das ist, werden wir gleich sehen. Ja? Und ich kann einen Ortsvektor zu dieser Masse aufführen und ich möchte dann irgendwie die Bewegung dieses Ortsvektors beschreiben, wie wir es ja schon in der Kinematik hatten. So, und das sind die vier Voraussetzungen. Voraussetzung Nummer eins, die Zeit ist absolut und unveränderlich. Ja, die Zeit läuft neben den Ortskoordinaten ab. Die Welt ist sozusagen eine Bühne, auf der sich alles abspielt. Das ist Voraussetzung 1, ist irgendwie logisch. Dann gibt es so etwas wie einen absoluten Raum, relativ zu dem ich dann alle Bewegungen angeben kann. In letzter Konsequenz ist dieser absolute Raum natürlich das Universum, ja, das leere Universum. Relativ zum leeren Universum kann ich alle Bewegungen angeben. Dann die Eigenschaft Masse eines Körpers geht nie verloren oder kann auch nicht aus dem Nichts entstehen. Und sie ist auch unabhängig von der Bewegung. Die Masse ist für die meisten Körper eigentlich konstant. Ja? Und es werden Bewegungen von Punktmassen betrachtet. Das heißt, ein Körper, mich zum Beispiel, ich schrumpfe auf einen einzigen Punkt zusammen. Und dessen Bewegung gucke ich mir an. Später werden Sie in der Vorlesung sehen, diese letzte Behauptung, die werden wir auch noch in dieser Vorlesung kriegen, das ist die einzige, die von diesen vier Punkten wahr ist, wenn man genau hinguckt. Die Zeit ist weder absolut, es gibt keinen absoluten Raum und auch die Masse eines Körpers ist veränderlich. Das kommt aber später erst noch, ja, wenn wir bei der Relativitätstheorie sind. Trotzdem, für den Alltag sind diese Sachen natürlich richtig.
Ja, das spiegelt ja gerade unsere Alltagserfahrungen wider. Ja, deswegen sind die Newtonschen Axiome ja auch die richtigen Naturgesetze für den Alltag. Ja, und ich würde sagen, dann zeige ich sie Ihnen mal. Ja, großer Tusch, hier sind sie. Das sind die drei Newtonschen Gesetze. Der zentrale Inhalt des ersten Teils der Vorlesung. Die müssen Sie können. Da kommen Sie nicht drum herum. Die müssen Sie definitiv können. Da gibt es gar keine zwei Meinungen. Das erste Gesetz ist das Trickheitsprinzip. Ein Körper bleibt in Ruhe oder bewegt sich mit konstanter Geschwindigkeit, wenn keine Kraft auf ihn wirkt. Das heißt, der Ruhezustand und der Zustand mit konstanter Geschwindigkeit sind äquivalent. Ja, eine Bewegung mit konstanter Geschwindigkeit ist genau sowas wie die Ruhelage. Das ist natürlich eine Erkenntnis, die man gewonnen hat, die man auch durch Experimente unterfüttert hat natürlich. Das zweite Gesetz sagt uns, die zeitliche Änderung des Impulses ist proportional zur äußeren Kraft. Genau genommen ist gleich der äußeren Kraft. Ja? Der Impuls wiederum eines Körpers ist das Produkt aus Masse und Geschwindigkeit. Man nennt es auch Bewegungsgröße manchmal, aber ich werde es immer Impuls nennen. P, ja, ist gleich M mal V. Und die Kraft, die auf einen Körper wirkt, ist die Ableitung des Impulses nach der Zeit. Die zeitliche Veränderung des Impulses. Ja. Wenn die Masse unabhängig von der Bewegung ist, ja, dann kann ich natürlich hier, P ist ja M mal V, die Masse rausziehen und dann steht da Kraft F ist gleich M mal A. Denn hier steht V nach dt ist ja die Beschleunigung. Ja? Also M mal V Punkt oder M mal R2 Punkt. Also da steht die berühmte Gleichung, Kraft ist gleich Masse mal Beschleunigung. F gleich M mal A. Das ist ja auch die Eintrittskarte für unseren Moodle-Raum. Insofern ja, sehen Sie, dass Sie da gleich was mitlernen, wenn Sie sich da jedes Mal in unseren Raum einloggen. Ja, und die Krafteinheit ist damit ein Newton. Und wenn wir uns das mal angucken, die Einheit ist also die Einheit der Masse multipliziert mit der Einheit der Beschleunigung. Masse Kilogramm, Beschleunigung Meter durch Sekunde Quadrat. Ein Newton ist also ein Kilogramm mal Meter durch Sekunde Quadrat. Das ist das zweite newtonsche Axiom. Kraft ist gleich die zeitliche Ableitung des Impulses oder Masse mal Beschleunigung im Fall einer konstanten Masse. Ja? Wenn Sie jetzt sagen, die Masse ist doch immer konstant, das habe ich doch eben als Voraussetzung genommen. Naja, ja, aber wir werden noch sehen, es gibt Bewegungen, bei denen die Masse eines Körpers nicht konstant ist. Wenn ich nämlich während der Bewegung meine Masse verliere, bei mir passiert das nicht, aber bei einer Rakete passiert das, dann muss ich tatsächlich das Newtonsche Axiom in dieser Form nehmen. Kraft ist gleich die Ableitung des Impulses nach der Zeit. Ja? Okay, das ist also das zweite Newtonsche Axiom. Und Sie sehen, wie da F gleich M mal A mit drinsteckt. Und jetzt gibt es noch das dritte Gesetz. Auch das ist, zunächst wirkt das auch so, wie fällt so vom Himmel. Also auch das Aktionsprinzip ist ja nicht sofort einzusehen. Es sei denn, Sie machen das wie Newton und überlegen sich, naja, eine Kraft brauche ich nur zur Veränderung einer Bewegung. Dann kommt man da schon hin. Ja? Das dritte Gesetz ist das sogenannte Reaktionsprinzip. Bei Wechselwirkung zweier Körper, ich habe also zwei Körper, ist die Kraft, die der erste auf den zweiten ausübt, genauso groß wie die Kraft, die der zweite auf den ersten ausübt. Allerdings mit umgekehrten Vorzeichen. Ja, deswegen sagt man, sie ist umgekehrt gleich, der Kraft, die der zweite auf den ersten ausübt. Oder Aktio gleich Reaktion. Also wenn ich irgendwo eine Kraft habe, dann habe ich auch irgendwo anders eine Gegenkraft auf den anderen Körper. Das ist auch nicht so ohne weiteres klar. Wir müssen deswegen diese drei Gesetze mal so ein bisschen hinterfragen. Ja, es gibt noch ein Korollar, das hat ja Newton schon gesagt, aber da steht eigentlich nur drin, dass Kräfte Vektoren sind. Das bedeutet, ich kann meine Kräfte in Komponenten zerlegen oder ich kann aus zwei Kräften eine resultierende zusammenbauen, wie hier aus F1 und F2. Ich muss sie allerdings vektoriell addieren. Ja, sie sind Vektoren. Ja, ich muss hier die Vektorsumme bilden von verschiedenen Kräften, um auf die Gesamtkraft zu kommen. Ja?
Das ist das Scrollout, das ist aber irgendwie klar, das ist eine richtungsabhängige Größe. Und dann kann ich in den Komponenten rechnen. Das hatten wir auch schon in der letzten Stunde gesehen, Unabhängigkeitsprinzip der Bewegungen. Das heißt letztlich nichts anderes als Kräfte sind Vektoren. Ja, zum Beispiel an einer schiefen Ebene, die Kräfte, die kann ich mir so aufteilen. Ja, und das sehen Sie hier. Ja, hier sehen Sie, wie unsere beiden Freunde dieses Klavier hier, diese schiefe Ebene hochschieben. Und Sie sehen, die Gewichtskraft wirkt immer zum Erdmittelpunkt, also senkrecht nach unten. Und die kann ich mir aufteilen in eine Kraft, die senkrecht auf der Unterlage wirkt, die hier mit dem Winkel Alpha gegen die Horizontale geneigt ist, und eine Kraft, die parallel zur Unterlage ist. Und es ist jetzt unmittelbar einleuchtend, dass natürlich Stan und Olli nur die Kraft kompensieren müssen, die parallel zur Unterlage ist. Die andere Kraft, die drückt die Kraft F1, drückt das Klavier nämlich auf die Unterlage. So, und das kann ich mir natürlich jetzt durch eine einfache Winkelfunktion verschaffen. Sie finden diesen Winkel Alpha hier in diesem Dreieck wieder. Und dann ist natürlich einfach der Betrag der Kraft F1, die also das Klavier auf den Boden drückt, die Gewichtskraft des Klaviers mal Cosinus Alpha, und der Betrag der Kraft F2 ist einfach die Gewichtskraft mal Sinus Alpha. Das ist schon alles. Also ich kann Kräfte in Komponenten zerlegen, das ist das, was dieses Korollar aussagt. Das braucht man eigentlich nicht als zusätzliches Naturgesetz, weil man ja ohnehin annimmt, dass Kräfte Vektoren sind. Ja. Gut, jetzt machen wir uns mal nochmal diese newtonschen Gesetze klar. Wie kommt man da hin? Erstmal sind das Axiome, da können Sie jetzt nicht viel verstehen, sondern Sie müssen einfach nur hinnehmen. Ja, das sind also Naturgesetze. Die sind sozusagen festgeschrieben, die sind von außen gegeben. Also, schon Galileo Galilei hatte den Verdacht, dass die kräftefreie Bewegung die Bewegung mit konstanter Geschwindigkeit ist. Wobei man zu seiner Zeit noch dachte, naja, eine Bewegung mit konstanter Geschwindigkeit, das könnte auch eine Kreisbewegung sein. Und das könnte auch die kräftefreie Bewegung sein. Weil so ein Kreis hat man mehr so mystifiziert ja, als das Perfekteste, was man sich so vorstellen kann. Trotzdem hat Galileo Galilei so ein Gedankenexperiment gemacht, wie Sie es hier sehen. Ihm war irgendwie intuitiv klar, wenn ich in so einer Wanne eine Kugel in einer bestimmten Höhe runterrollen lasse, dann kommt sie auf der anderen Seite, wenn ich mal Reibung vernachlässige, auf exakt die gleiche Höhe. Die Höhe ist da das Wesentliche. Das war ihm klar. Wenn ich jetzt diese Seite dieser Wanne nach unten biege, dann wird diese Kugel immer wieder auf die gleiche Höhe kommen. Es wird sie immer wieder auf die gleiche Höhe bringen. Ja? So. Und dann liegt natürlich jetzt die Frage im Raum, was passiert denn, wenn ich jetzt diese Seite der Wanne ganz nach außen, ganz runter biege, dann bewegt diese Kugel sich und sie bewegt sich und bewegt sich und bleibt nicht mehr stehen. Und es wirkt keine Kraft mehr auf diese Kugel, die diese Kugel jetzt irgendwie zurückzieht, wie hier in diesen beiden Fällen, die sie zurückzieht und dafür sorgt, dass sie hier nicht höher kommt. Und solche Überlegungen finden Sie in den Werken von Galileo Galilei, dass er schon zumindest den Verdacht geäußert hat, oh ja, wenn ich mir das angucke, offensichtlich ist die Bewegung mit konstanter Geschwindigkeit die Bewegung, die ohne Einwirkung einer Kraft stattfindet. Also nicht nur die Ruhe, sondern auch mit konstanter Geschwindigkeit. Solche Überlegungen waren es, die auch Newton dazu geführt haben, zu der Überlegung, offensichtlich ist die kräftefreie Bewegung die Bewegung mit konstanter Geschwindigkeit. Ja, da sehen Sie, das kann man sich schon, sagen wir mal, intuitiv klar machen, dieses Gesetz, dass es eben so ist. Bei einem Flugzeug im Sinkflug wirken als Kräfte die Gewichtskraft, der Auftrieb als Gegenkraft, Antriebskräfte durch die Düsen und Reibungskräfte, die überall an der Oberfläche angreifen. Die Summe all dieser Kräfte bestimmt, ob das Flugzeug schneller oder langsamer wird. Ist die Summe aller angreifenden Kräfte gleich Null, so bleibt die Geschwindigkeit konstant. Ja, das wird hier mit diesem Video nochmal veranschaulicht. Das heißt also, wenn man sich mit konstanter Geschwindigkeit bewegt, heißt es nicht, dass keine Kraft auf einen einwirkt. Das heißt nur, dass die Summe aller Kräfte, die auf einen einwirken, Null ist.
Das ist ein Unterschied zu keiner Kraft. Insofern, wie gesagt, Galileo Galilei der Erste, der den Verdacht hatte, und Newton, der das dann konsequent umgesetzt hat. Ja, das erste newtonsche Axiom sagt uns also, ja, Sie sehen, das kann man sich hier so veranschaulichen, das ist soll eine Luftkissenschiene sein, auf der sich ein Buch befindet. In einem Eisenbahnwagen. Wenn V gleich 0 ist, dann ja, befindet sich das Buch auf dieser Luftkissenschiene in Ruhe. Aber wenn Sie mit konstanter Geschwindigkeit den Eisenbahnwagen bewegen, also ohne Beschleunigung, dann befindet sich das Buch auch in Ruhe. Und wenn Sie sich im Eisenbahnwagen befinden, können Sie an diesem Buch nicht ablesen, ob dieser Eisenbahnwagen sich bewegt oder nicht. Genau genommen können Sie sogar kein einziges Experiment machen, an dem Sie ablesen können, ob Sie sich in einem Eisenbahnwagen befinden, der sich mit konstanter Geschwindigkeit bewegt, oder in einem ruhenden Wagen. Man nennt ein System, ein Bezugssystem, in dem Sie, welches sich mit konstanter Geschwindigkeit bewegt, in dem die Newtonschen Axiome gelten, ein Inertialsystem. Ein System nennt man ein Inertialsystem. Das ist ein wichtiger Begriff. Ein Inertialsystem ist also ein System, in dem die Newtonschen Axiome gelten, insbesondere natürlich das erste, dass die kräftefreie Bewegung die Bewegung mit konstanter Geschwindigkeit ist. Ja, das ist also gleichzeitig der Begriff des Inertialsystems, den wir hiermit gelernt haben. Ja, das können Sie sich zum Beispiel so auch veranschaulichen durch dieses Experiment. Ja, dieser Wagen bewegt sich mit konstanter Geschwindigkeit, und wenn Sie jetzt die Holzverschalung wegnehmen, dann sehen Sie, was in Wirklichkeit passiert ist. Ja, der untere Wagen ist abrupt gestoppt worden, auf den wirkte eine Kraft, und der äußere Wagen, auf den wirkte keine Kraft, der hat sich mit konstanter Geschwindigkeit weiter bewegt. So wie hier in diesem James-Bond-Filmausschnitt aus dem Film Der Hauch des Todes. Пожалуйста, стой! Salzkorrosion. Ja, das ist das, was Sie hier in diesem Beispiel natürlich auch gesehen haben, nur in der James-Bond-Variante. Ja, der untere Teil hat abrupt gestoppt wegen der Bremsen, ja, die die beiden Polizeibeamten dort gedrückt haben. Der obere Teil war aber in der Zwischenzeit abgeschnitten und bewegt sich deswegen von alleine weiter mit konstanter Geschwindigkeit. Ja, das ist das Trägheitsprinzip. Okay, das erste newtonsche Axiom sagt uns dann natürlich auch, wenn die Geschwindigkeit nicht konstant ist, dann habe ich also eine Beschleunigung, ja, dann ist A ungleich 0 und dann wirkt eine Kraft in meinem System. Umgekehrt kann ich es auch sehen, und wenn ich dann sozusagen das Buch an eine Feder anschließe, ja, und diese Feder dann ausgelenkt wird, dann kann ich diese Kraft auch messen, und so könnte ich feststellen, ob ich mich in einem beschleunigten Bezugssystem befinde. Gut. So könnte man also feststellen, dass das System S' tatsächlich ein beschleunigtes Bezugssystem ist. Gut, kommen wir mal zum zweiten newtonschen Axiom. Also die Kraft ist die Ableitung des Impulses nach der Zeit. Ja, und der Impuls ist Masse mal Beschleunigung. Das ist ja das zweite newtonsche Axiom. Das können wir, ja, das hat mehrere Bedeutungen. Zunächst mal können Sie sagen, das ist einfach nur die Definition der Kraft. Ja? Das ist erstmal eine, mathematisch wäre das eine Definition. Immer wenn ich Kraft sage, meine ich die zeitliche Ableitung eines Impulses. Ja? Oder wenn die Masse konstant ist, meine ich damit Masse mal Beschleunigung. Ja? Oder Masse mal die Ableitung der Geschwindigkeit. Oder Masse m mal R2 Punkt. Ja? Wie auch immer Sie das haben wollen. Das ist die Definition der Kraft. Sie können es aber auch als Definition der Masse nehmen. Denn ja, was Masse ist, haben wir ja gar nicht so bisher definiert. Die Masse ist also eine Eigenschaft eines Körpers, die beschreibt, wie stark er sich einer Geschwindigkeitsänderung entgegensetzt, der entgegenwirkt. Ja, die Masse eines Körpers sagt also etwas über seine Trägheit aus. Ja, je größer die Masse ist, desto stärker wirkt ein Körper einer Geschwindigkeitsänderung entgegen.
Ja, Sie können also in dem Sinne auch das zweite newtonsche Axiom als Kraft gleich Masse mal Beschleunigung geschrieben, als Definition der Masse ansehen. Ja, weil bis dahin hatte man vorher eigentlich noch gar nicht gesagt, was diese Eigenschaft Masse ist. Ja, und dadurch, dass ja die Kraft häufig vom Ort abhängt, ja, und hier Masse mal R2-Punkt steht, kriegen Sie meistens eine Gleichung raus, eine Bestimmungsgleichung für R von T. Wir können also, wenn wir die Kräfte kennen, die Ursache einer Bewegung, uns dann ausrechnen, wie die Bewegung abläuft. Ja? Das ist der dritte, ganz wichtige Punkt für das zweite newtonsche Axiom. Also das zweite newtonsche Axiom ist sozusagen die Berechnungsvorschrift für Bewegungen. Das werden wir noch sehen. Ja? Auch ein wichtiger Punkt. So, hier haben wir es nochmal. Also nochmal die Definition der Masse, ist also der Widerstand eines Körpers gegenüber einer Geschwindigkeitsänderung. Ja? Und so kann man jetzt sagen, wenn ich jetzt zwei gleiche Kräfte habe, die auf zwei Massen M1 und M2 einwirken, dann sorgt die eine Kraft für die Beschleunigung A1 und die zweite gleich große Kraft für die Beschleunigung A2. Und so kann ich relativ die beiden Massen miteinander vergleichen, indem ich die Beschleunigung, die ich brauche, um sie mit einer konstanten Kraft zu bewegen, indem ich diese Beschleunigung vergleiche. Ja? Die Masse ist übrigens unabhängig davon, wo sich ein Körper befindet. Das ist ein Unterschied zur Gewichtskraft. Die Masse ist eine intrinsische Eigenschaft eines Körpers. Ja, und die Einheit der Masse ist Kilogramm, ja. Einheit der Masse ist Kilogramm, Einheit der Beschleunigung ist ein Meter pro Sekunde Quadrat, also ist die Krafteinheit Newton, hat die Einheit ein Kilogramm mal Meter durch Sekunde Quadrat. Früher war die Einheit der Kraft ein Kilopond und das war die Gewichtskraft von 1 Kilogramm auf der Erde. Das war der Nachteil der Definition der Kraft, war hier, dass da die Erde dabei war. Und selbst die Gewichtskraft ist auf der Erde nicht an jedem Punkt gleich. Ja, ein Körper wiegt an den Polen mehr als am Äquator. Ja, da ist die Gewichtskraft jeweils größer. Das hat bestimmte Gründe. Deswegen ist diese Definition jetzt der Masse unabhängig davon, wo sich ein Körper befindet. Das war früher nicht ganz so mit der Definition der Kraft. Ja, hier hat man das sozusagen sauber in Masse und Beschleunigung getrennt. Ja, und die Masse war eben eine Eigenschaft und die wurde halt durch dieses Urkilogramm, welches in Braunschweig bei der Physikalisch-Technischen Bundesanstalt aufbewahrt wurde, definiert. Und zwar war das Urkilogramm, das ist die Kopie des Pariser Urkilogramms. Da musste man immer hinfahren, alle 10 Jahre eine Kopie, ja, gucken, ob die Kopie noch genauso viel wiegt und dann ist man wieder zurückgekommen und dann hatte man die Masse definiert. Das ist jetzt ja nicht mehr der Fall, wie Sie schon wissen. Das wird ja jetzt über Naturkonstanten definiert, das hatte ich in der letzten Stunde ja gesagt. Ja, gut, das hat auch Nachteile mit diesem Urkilogramm. Das ist nämlich immer irgendwie, man stellte fest, dass die Massen, die man da hinbringt aus den verschiedenen Ländern, um sie zu eichen mit dem französischen Urkilogramm, man stellte irgendwie fest, die werden offenbar immer schwerer. Was den Verdacht nährte, dass das normal, nämlich das Urkilogramm in Paris, immer leichter wurde. Ja? Also das ist immer ein Problem mit solchen Normalen. Das sind zwar nur winzige Beträge, aber trotzdem, darauf basiert immerhin das, was wir auf der ganzen Welt als ein Kilogramm ansehen. Ja? Und das ist jetzt seit 2019 ist das kein Problem mehr. Die Masse ist anders definiert und das Problem ist gelöst und das Urkilogramm ist nur noch eine Anekdote in der Geschichte, in der Physikgeschichte. Ja, die Gewichtskraft, ja, die ist jetzt Masse mal Erdbeschleunigung, ja, denn nah an der Erdoberfläche fallen ja alle Körper mit der gleichen Erdbeschleunigung g. Und dieses g ist ja im Mittel 9,81 Meter pro Sekunde Quadrat. Am selben Ort gilt daher, die Gewichtskraft ist Masse mal Beschleunigung. Ja? Und die Gewichtskraft ist also damit proportional zur Masse, weil das g am selben Ort ja konstant ist. Das heißt, ich kann am selben Ort Massen messen, indem ich Gewichtskräfte messe. Das tun Sie wahrscheinlich, ich hätte jetzt fast gesagt, jeden Morgen, ich muss Ihnen hiermit gestehen, ich tue es tatsächlich jeden Morgen, aber behalten Sie es bitte für sich. Das tun Sie wahrscheinlich, indem Sie auf eine Waage steigen. Ja? Und auf einer Waage wird natürlich Ihre Gewichtskraft gemessen und nicht die Masse. Aber die triviale Division durch G, das kriegt so eine Waage schon hin und dann wird deswegen die Masse in Kilogramm angezeigt. Ja? Masse und Gewichtskraft sind ja eigentlich was anderes. Das eine ist eine Kraft und das andere ist halt nur eine Masse. Aber am gleichen Ort sind die so proportional zueinander, dass sie die Begriffe gleich verwenden können. Vielleicht werde ich auch manchmal unpräzise mich ausdrücken und wenn ich Masse meine, Gewicht sagen. Ja?
Okay, auf dem Mond ist also die Anziehungskraft nur ein Sechstel von der Erde. Das heißt also, die Gewichtskraft ist auf dem Mond auch nur ein Sechstel. Das bedeutet, dieser Astronaut, der konnte richtig, richtig viel Gewicht tragen in seinem Rucksack, weil es ja nur ein Sechstel von dem wog im Vergleich zur Erde. Ja, allerdings ist die Ausrüstung zwar deutlich leichter als auf der Erde, aber sie ist nicht leichter zu beschleunigen. Wenn er sich sozusagen nach links oder rechts bewegt, dann muss er die gleichen Kräfte aufbringen, als wenn er auf der Erde wäre mit diesem schweren Gewicht. Das gilt jetzt nur dafür, wenn er zum Beispiel hochspringt. Ja, da ist die Gewichtskraft reduziert. Ja, und auch, es kommt ihm alles nicht so schwer vor. Aber nicht, wenn er sich bewegt. Bewegen ist natürlich dann sehr anstrengend, weil das ist genauso anstrengend wie auf der Erde, wenn ich ihn 50 Kilo auf den Rücken schnalle. Ja? Das darf man nicht vergessen. Ja, das sehen Sie hier, also das Hochspringen. Also das ist eine anstrengende Bewegung. Er bewegt sich jetzt nach vorne oder hinten. Das Hochspringen ist dagegen wieder verhältnismäßig einfach. Ja? Das ist ja einfach nur ein Sechstel der Gewichtskraft, die hier eine Rolle spielt. Zum Ballett, wenn ich wieder zu Hause bin. Hier oben findet man ganz neue Berufsmöglichkeiten. Ich rate euch aufzupassen, dass bei der Hüpferei kein Kater in der Nähe ist. Verdammt, jetzt muss ich den zum zweiten Mal aufheben. John? Ja, Sir? Du bist bis über die Knie rauf schwarz. Das kann man nicht verhindern. Ich bin ja heilfroh, dass der Druckanzug so elastisch ist. John, du bist ein Schmutzfink. Ja, das musst gerade du mir sagen. Das ist ein Steinchen, über das Dean Houston sich freut. Ja, da haben Sie es gesehen. Also die Bewegungen sind relativ, Sie sehen ja auch diese hüpfende Bewegung, das ist dann einfach leichter. Es ist eben schwer, wirklich diese Ausrüstung zu beschleunigen, aber nicht sie zu tragen. Hört sich wie ein Widerspruch an, ist aber keiner. Ja, deswegen waren die Bewegungen auf dem Mond schon nicht ganz einfach für die Astronauten, die auf dem Mond waren. Ja, die Newtonschen Gesetze, die hat eigentlich keiner außerhalb der Physik so richtig verstanden. Ja, Sie als Chemiker oder andere Naturwissenschaftler oder Wissenschaftler oder Wissenschaftlerinnen werden die auch verstehen. Aber hier sehen Sie zum Beispiel einen Kolumnist der Frankfurter Rundschau, hat festgestellt, Footballer erkranken oft an Alzheimer. Es liegt halt daran, dass die halt häufig zusammenstoßen. Ja, das ist halt für den Kopf nicht so gut. Und da schreibt dieser Arzt doch allen Ernstes, ja, die verbesserte Schutzausrüstung kann den Trend nicht stoppen. Die Spieler werden immer schneller und stärker. Kraft ist gleich Masse mal Beschleunigung im Quadrat. Es ist die einfache Formel von Albert Einstein, sagte Hirnspezialist Julian Bales in der New York Times. Ich glaube dem Herrn, dass er ein Hirnspezialist ist, er ist aber kein Physikspezialist. Denn das ist natürlich nicht richtig. Nein, 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 nein. Sie wissen jetzt, Kraft ist gleich Masse mal Beschleunigung. Und das ist nicht die einfache Formel von Albert Einstein, sondern von Isaac Newton. Ja, aber das war dem Schreiber vielleicht zu alt. Aber ich glaube, er meinte eher Masse mal E gleich mc Quadrat, das hat er vielleicht eher gemeint. Das ist ja die berühmte Formel von Albert Einstein. Aber die hat damit nun wirklich gar nichts zu tun. Deswegen, wir haben das jetzt auch korrigiert. Wir sehen es dem Schreiber dieser Zeilen einfach mal nach. Ja, und auch dem Hirnspezialisten. Ja, kommen wir zum dritten Newtonschen Axiom. Kräfte treten immer in Paaren auf. Das heißt, also wenn ich irgendeinen Körper jetzt hier auf die Erdoberfläche fallen lasse mit der Masse m, dann ist klar, die Gewichtskraft ist m mal g. Klar. Der wird also von der Erde angezogen. Mit dieser Kraft. Wo ist denn da jetzt die Gegenkraft? Ja, das kann ich Ihnen sagen. Die Gegenkraft ist, ja, dieser Körper zieht auch die Erde mit der gleichen Kraft an. Also wenn ich jetzt etwas fallen lasse, ja, wie diese Fernbedienung hier, dann wird die von der Erde angezogen, das ist klar. Aber diese Fernbedienung zieht auch die Erde an. Die Erde ist nur so viel schwerer als die Fernbedienung, dass wir es nicht merken. Aber trotzdem, die springt da nicht dran. Aber trotzdem ist das so. Ja? Also das ist die Gegenkraft. Und die Gegenkraft ist gleich groß. Und Sie sehen gleich, warum diese Gegenkraft trotzdem immer untergeht. Wir fragen uns mal, wenn ich als Mensch mich bewege, als Läufer, ja? Mit einer Kraft von 50 Newton bewege ich mich voran. Ich habe eine Masse von 100 Kilo, das ist nicht mein wirkliches Gewicht, aber ich nehme das mal an. Dann ist die Beschleunigung
0,5 Meter pro Sekunde Quadrat. Beschleunigung ist ja Kraft durch Masse. Ich habe einfach F gleich M mal A umgestellt. So, die Gegenkraft, die die Erde auf mich ausübt, ist exakt gleich groß, 50 Newton. Die Erde hat eine Masse von 6 mal 10 hoch 24 Kilo. Das heißt, die Beschleunigung, die ich jetzt durch meine Bewegung der Erde erteile, ist 8,3 mal 10 hoch minus 24 Meter pro Sekunde Quadrat. Aha, die ist unmerklich klein, wegen der riesigen Masse der Erde. Trotzdem, das Produkt aus dieser mini, ganz, ganz kleinen Zahl, multipliziert mit der großen Masse der Erde, ist auch 50 Newton, die Kraft ist exakt gleich groß. Ja? Und auch diese Gegenkraft, Sie sehen, die sieht man halt nicht so einfach, ja, weil man sich fragt, ja, wo ist die denn? Ja? Wieso zieht denn ein Körper den nicht fallen lassen? Der zieht auch die Erde an. Ach so, da müsste die Erde dem ja entgegenkommen. Tut sie auch, aber so unmerklich wenig, dass man es halt nicht merkt. Ja? Ich kann Ihnen das auch mit Hilfe eines Beispiels zeigen, an dem man sehen kann, dass Kraft und Gegenkraft gleich groß sind. Sie sehen jetzt hier zwei Personen, die durch ein Seil miteinander verbunden sind und auf einem Rollwagen stehen. Und diese beiden Personen ziehen jetzt beide am Seil. Und dann ist es klar, dann bewegen sich die Rollwagen aufeinander zu, die ziehen halt mit einer Kraft und die treffen sich in der Mitte. Ja, das werden Sie hier sehen, dass die beiden Personen, die beide mit der gleichen Kraft in der Mitte treffen. Und da wird jetzt eine Markierung hingebracht. Ja? Und es wird das Experiment exakt nochmal wiederholt. Nur jetzt zieht nur einer und der andere macht gar nichts. Der legt sich einfach nur das Seil um den Gürtel und der macht gar nichts. Ja? Und das Experiment wird exakt wiederholt. Und jetzt gucken Sie sich mal an, wo die beiden sich treffen. Exakt an der gleichen Stelle. Man hätte ja denken können, Moment mal, wenn nur der eine zieht und der andere nicht, dann zieht der den doch stärker zu sich rüber. Nein, ist nicht der Fall. Es entsteht nämlich in dem Moment, wenn der zieht, eine exakt gleich große Gegenkraft. Und deswegen werden die sich immer in der Mitte treffen. Egal, wer zieht. Beide, einer, etc. Ja, die treffen sich immer in der Mitte. Ja, man kann sich übrigens auch klar machen, dass das dritte Newton'sche Axiom, ich würde mal sagen, vernünftig ist. Stellen Sie sich mal vor, das dritte Newton'sche Axiom gelte nicht. Also das heißt, die Kraft, die dieser Körper auf diesen ausübt, ist größer als die Kraft, die dieser Körper auf diesen ausübt. Ja? Also stellen Sie sich vor, das ist die Kraft F1,2. Nein, das ist, ja genau, die Kraft F1,2, die Kraft, die Körper 1 auf Körper 2 ausübt. Das ist F1,2, das heißt, Körper 1 zieht Körper 2 an. Ja, und diese Kraft ist kleiner als die Kraft, die Körper 2 auf Körper 1 ausübt. Das heißt also, mit der Körper 2 Körper 1 anzieht. Mit der dieser Körper von Körper 2 angezogen wird. Und wir denken uns mal, die sind jetzt nicht beide gleich groß. Das dritte Newton'sche Axiom sagt, beide Kräfte sind gleich groß. Angenommen, die wären jetzt nicht gleich groß und diese hier ist größer. Dann heißt das ja, wenn ich diese beiden Körper miteinander verbinden würde, ich kann mir ja eine masselose, aber doch starre Verbindung vorstellen, ja, und sie sozusagen zu einem Körper machen. Das würde aber bedeuten, dass auf diesen einen Körper eine Kraft wirkt, nämlich die Differenz aus diesen beiden Kräften, und zwar eine Kraft in diese Richtung. Und das würde bedeuten, dass dieser Körper sich sozusagen aus dem Nichts bewegt. Wenn es also das dritte Newton'sche Axiom nicht gäbe, dann gäbe es Bewegungen aus dem Nichts. Dann könnten sich Körper einfach so spontan in Bewegung setzen. Und das ist offensichtlich absurd. Und deswegen gibt es das dritte Newton'sche Axiom. Das hat Newton erkannt, dass man das braucht, um die Welt in Balance zu halten. Sonst würde die Welt sich ständig irgendwie bewegen, völlig chaotisch. Ja. Also das dritte Newton'sche Axiom ist ein Vernunftaxiom. Und es mag einem komisch vorkommen, aber auch hier, die Gegenkraft sieht man meistens nicht. Die muss man sich genau überlegen, aber sie ist exakt gleich groß. Ja, und die Kraft und Gegenkraft, das müssen Sie auch bedenken, greifen immer an den anderen Körpern an. Also wenn Sie hier ein Buch drauflegen, ja, das hat eine Gewichtskraft. Ja, und diese Gewichtskraft, die greift hier jetzt an diesem Körper an, an dem Boden, ja, wenn das Buch auf dem Tisch liegt. Ja? Das ist der Grund, warum die Welt nicht statisch ist. Sonst, wenn zu jeder Kraft automatisch eine Gegenkraft existieren würde, die am gleichen Körper angreifen würde, ja, dann könnte sich ja nichts bewegen. Nein, die Gegenkraft greift immer am anderen Körper an. Ja, wenn die Masse von der Erde angezogen wird, durch die Anziehungskraft der Erde,
dann zieht umgekehrt die Masse die Erde an, nämlich den anderen Körper. Also Kraft und Gegenkraft greifen immer an den jeweils unterschiedlichen Körpern an. Das ist ganz wichtig. Sonst wäre natürlich die Welt statisch und es könnte sich gar nichts bewegen. Das ist auch irgendwie klar. Ja, das sind die drei Newtonschen Axiome gewesen. Wie versprochen ist die heutige Vorlesung um die 25 Minuten kürzer, die die letzte Vorlesung entsprechend länger war, ja, sodass wir wieder im Takt sind. Ich möchte Ihnen nur noch sagen, in der nächsten Stunde werden wir uns jetzt mit Anwendungen der Newtonschen Axiome auseinandersetzen. Ja, da werden wir wirklich mal Kraft gleich Masse mal Beschleunigung anwenden. Wir werden uns überlegen, was kann ich über Bewegungen lernen, wie kann ich Bewegungen verstehen. Also da werden wir diese Axiome anwenden und uns über die Dynamik von Körpern unterhalten. Das machen wir in der nächsten Stunde. Bis dahin wünsche ich Ihnen alles Gute und gucken Sie dann in der nächsten Stunde wieder rein. Bis dahin.